Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Ace Combat 2. Ja, endlich spielen wir Ace Combat 2. Eins meiner allerersten Lieblingsspiele, die ich jemals gehabt habe. Wer mein Buzz Lightyear oder auch Air Combat 1 Let's Play gesehen hat, der weiß, wenn er zugehört hat, dass Toy Story 2, Ace Combat 2 und Driver 2 meine ersten Spiele waren, die ich jemals gespielt habe. Das war noch vor Game Boy Zeitalter. Und sehr viele Zweien waren da anscheinend dabei. Aber ja, Ace Combat 2, eins der ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe, an die ich mich erinnern kann, zumindest. Sehr, sehr vage, sehr, 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 sehr jung war ich damals, sehr wenig lesen habe ich können. Und das ist sowieso alles auf Englisch gewesen, also ich habe mich eh überhaupt nicht ausgekannt. Anscheinend geht da die ganze Zeit das Intro wieder los. Ich gehe da mal in die STFS Scarface. Gehe ich mal in die Option. Ah, das ist auch schon ruhig, kann ich ein bisschen erzählen. Ja, nachdem wir Air Combat bzw. Ace Combat 1 gespielt haben, spielen wir jetzt den Nachfolger. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil im ersten Teil habe ich ja nicht so genau gewusst, wer wir waren, beziehungsweise welchem Squadron wir angehört haben, habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, schlau gemacht, eh möglichst spoilerfrei und auch nur ein bisschen oberflächlich, aber soweit es mich halt interessiert hat. Im ersten Teil, das war nämlich das, was mich auch so ein bisschen verwirrt hat. Ich habe nämlich gedacht, von dem Symbol her, diesem Vogel, dass wir Phoenix Squadron sind, dass unser Squadron, beziehungsweise unsere Mercenary Group Phoenix irgendwas heißt. Und dass wir Scarface sind, unser Pilot. Zumindest unser Callsign, Scarface. Aber es ist in Wirklichkeit genau andersrum. Wir sind das Scarface Squadron, deswegen da auch gerade bei diesem Intro STFS Scarface. Ich weiß leider nicht, wofür STFS steht. Ich könnte mir vorstellen, dass FS am Ende steht für Flight oder Fighter Squadron. Aber was das ST heißt, STFS, keine Ahnung. Auf jeden Fall, unser Squadron ist das Scarface Squadron und unser Callsign ist Scarface 1, aber unser Pilot selber heißt Phoenix. Also, bisschen komisch. Also wir sind Phoenix, unser Callsign ist Scarface 1 und unser Squadron heißt Scarface Squadron. Aber das Symbol von unserem Squadron ist der Phoenix-Vogel, also der Phoenix. Deswegen war ich da so verwirrt, weil das Squadron hat einfach als Symbol unseren Pilotennamen genommen, obwohl weder unser Callsign noch unser Squadron Phoenix heißt, sondern eben Scarface. Ja, Verwirrung pur. Das war der Grund, warum ich nicht ausgekannt habe. Dann des Weiteren, der erste Teil hat 1995 gespielt. Ich glaube, das war sogar das Jahr oder zumindest das Jahr, nachdem es rausgekommen ist. Und jetzt hier Ace Combat 2 spielt 3 Jahre später, 1998, ist rausgekommen, aber 1995, 96. Also ein Jahr nach dem ersten Teil rausgekommen, spielt aber 3 Jahre nach dem ersten Teil. Und wir sind hier jetzt auch wieder Phoenix bzw. Scarface 1 und wir fliegen auch wieder für unser Scarface Squadron. Also
So, dass halt ein bisschen die Hintergrundinfos aufgeklärt sind. Warum es im Teil 2 von der eigentlichen Geschichte hergeht, weiß ich überhaupt nicht mehr. Aber dass ihr zumindest so auf demselben Stand seid wie ich, wer wir sind, wofür wir fliegen und wann es spielt. So, und jetzt noch ganz kurz zu meiner allgemeinen Aufnahmesituation. Zwei Kleinigkeiten nur, es ist jetzt kurz nach Weihnachten, wo ich das hier aufnehme, und ich bin ein bisschen krank geworden über Weihnachten und jetzt fühle ich mich eigentlich schon recht gut. Aber ich spüre es noch ein ganz, ganz klein wenig im Hals. Also wenn ich mich ein bisschen kränklich noch anhöre, das euch nicht wundert. Und ich werde auch öfter jetzt Pausen machen zwischendurch, wo ich mich räuspere oder was trinke. Und ich hoffe, ich denke dran und erwische alle Momente im Schnitt nachher, dass ich sie dann rausschneiden werde. Aber sollte ich irgendwelche von diesen kurzen Räusperpausen oder was auch immer vergessen und drin lassen, bitte ich das zu entschuldigen. Und des Weiteren, kleine andere Info für die, die es halt interessiert, was wahrscheinlich eh keiner sein wird, aber hey, ich erzähle es trotzdem, ist mein Video, ich erzähle, was ich will. Ich habe es jetzt endlich geschafft von einer reinen PC-Aufnahme, weil ich spiele wieder über einen Emulator. Und normalerweise habe ich es ja so gemacht, Spielvideo und Spielsound habe ich über meine Capture Card, also über den Laptop da aufgenommen, über den auch das Spiel ausgestrahlt wird. Und mein eigenes Commentary, das habe ich dann über die PlayStation aufgenommen. Einfach damit ich die Tonspuren extra habe. Weil sobald ich eine Capture Card, also quasi etwas über HDMI anschließe, dann muss ja Video, klar, übers HDMI, über die Capture Card an den Fernseher gehen und wird dann noch, weil es über die Capture Card geht, aufgenommen. Problem war, wenn ich dann ein Mikrofon angesteckt habe, mein USB-Mikrofon an den Laptop, ist das Audio aber über USB primär und nicht mehr über den HDMI-Ausgang gegangen. Das heißt, das Audio ist nicht mehr über die Capture Card gegangen, sondern übers Mikrofon und wurde deswegen aber auch nicht von der Capture Card aufgenommen. Das heißt, Spielsound war dann leider nicht da. Deswegen auch der Grund, warum ich dann das Mikrofon irgendwo anstecken musste, wo nicht Laptop war, in dem Fall halt PlayStation. Jetzt aber habe ich mir da ein bisschen mit einem extra Programm und ein bisschen Herumprobiererei und Einstellungen und bla 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 habe ich es jetzt geschafft, quasi den Laptop zu zwingen, alles Audio, das er ausgibt, über HDMI auszugeben, während aber gleichzeitig alles Audio, was er bekommt, über den einen USB-Port, wo halt ich das Mikrofon jetzt angesteckt habe, bekommt. Ich hoffe halt, es gibt nicht irgendwie ein Soundloop oder. Es nimmt jetzt meine Stimme nochmal extra über die Capture Card auf. Soll es nämlich nicht, weil so wie ich es eingestellt habe, Spielvideo und Spielaudio geht über die Capture Card und mein Commentary Audio über das Programm Audacity, das sollte dann somit extra am Laptop sein. Aber eben getrennt. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Weil das hat dann nämlich auch den großen Vorteil. Auf der PlayStation bin ich ja mit maximal einer Stunde Aufnahme begrenzt, weil nach einer Stunde, egal welche Aufnahme, nach einer Stunde maximal bricht es die Aufnahme ab und ich musste dann manuell halt neu starten. Und um das zu machen, musste ich den Eingang beim Fernseher wechseln zu PlayStation rüber, was dann die Verbindung der Capture Card abgebrochen hat. Weshalb ich die Aufnahme auf der Capture Card habe auch unterbrechen müssen. Somit habe ich nicht mehr als eine Stunde am Stück aufnehmen können. Jetzt, wo ich alles am Laptop habe, sollte ich theoretisch das ganze Spiel in einem Stück aufnehmen können, ohne einmal abbrechen zu müssen. Wie gesagt, schauen wir mal, wie das alles funktioniert. Ein bisschen lange Erklärung am Anfang. Eh so wie bei jedem Let's Play von mir, seid ihr jetzt eh schon gewohnt. Könnt ihr eh überspringen, seht ihr dann, wann das Spiel endlich losgeht, aber das wollte ich auch mal kurz erklärt haben. Das heißt, ich bin ein bisschen krank und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich jetzt durchgehend aufnehmen kann. Das heißt, ich werde die Folgen schon auch schauen, dass ich sie kurz halte, aber ich werde jetzt nicht mehr immer eine Abmoderation machen oder die halt auch irgendwie extra aufnehmen. Schaue ich dann, wie ich es mache. Und ja, dass ihr halt auch mal Bescheid wisst und auf dem neuesten Stand seid. Ah ja, und falls wer weiß, was das STFS vom STFS Scarface heißt, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich weiß es nicht. So, jetzt fangen wir mal an mit den Optionen. Key Config. Weil jetzt haben wir hier. Zack. Experte. Und wir haben immer noch keine. Ah doch, ich kann mit dem linken Stick hier mich bewegen.
Okay, das ist gut, das ist gut. Weil ich sehe halt nur auf dem, das ist immer noch ein analoger Controller. Aber nein, ich kann mit dem linken Stick alles machen. Sehr gut. Wir spielen natürlich auf Experte. Ich hoffe, da speichert es jetzt diesmal. Und Typ A, B, ich glaube, das, ja, das macht nur den Pitch Up, Down. Ändert es einfach nur, ja, wenn ich nach oben drücke, soll das Flugzeug nach unten gehen. Ja, das ist schon richtig so. Gut. In Game Configuration. Caption. Ich glaube, damit sind die Untertitel gemeint. Ja, an. Wer will das schon in Feed haben? Ich sicher nicht. Meter bitte. HUD Direction. Norden, Osten, Süden, Westen oder in Grad. Grad kenne ich mich nicht so aus. Advice, Tipps, ja. Target View, Permission, All. Permission? Weiß nicht, was das heißt. Soundeffekt. Soundeffekt Level. Ich mach's mal ein bisschen lauter, weil ein bestimmter von meinen Zuschauern hat sich ein bisschen beschwert, dass ich die Musik beim ersten Teil so leise gedreht habe. Ja, das habe ich gemacht, dass ich normal reden kann. Und auch wenn die Musik dann eben gerade voll abgeht, man trotzdem hört, was ich sage. Aber gut, mach ich's ein bisschen lauter jetzt. Musiklevel. Mache ich halt also auch lauter. Ja, wenn irgendwer dann. Ich meine, ich habe die Tonspur extra, sei es notwendig, das Spiel leise oder mich lauter drehen, aber. Mal schauen, wie es dann läuft. Musik auch wieder cool. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts getestet. Ich hoffe, dass die Musik funktioniert jetzt auch. Ich meine, hier hört man die Musik. Hat es das eh gespeichert jetzt? Ja. Auch gespeichert, sehr gut. Adjust Screen. Ja, wird schon passen. Dann Load, wird es ja nichts geben. Nö, hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wo ich auf einmal Speicherplatz habe. Dann fangen wir an mit Ace Combat 2. Endlich nach 10, 15 Minuten Erklärung. Los geht's. So, easy, normal, hard. Gab's in Air Combat überhaupt easy? Ich glaube, da gab es nur normal oder hart. Oder gab's auch easy? Weiß ich nicht, ich spiele so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, wie schwer Ace Combat 2 war, aber wenn ich von Ace Combat 1 ausgehe, sollte hart funktionieren, ich weiß es nicht. Ich probiere einfach hart, ja, wurscht, wenn ich in den ersten 1, 2 Missionen merke, das geht nicht. Meinem ersten Teil hat man halt nichts mehr die Schwierigkeitsgrad ändern können. Wurscht, und dann fange ich halt die ersten 2 Missionen noch von vorne an auf normal. Probieren wir hart! A coup d'etat broke out in the military corps' general area code NAP-2700. They saw an opportunity during a time when their leaders were away from the country on a diplomatic mission. After the forces occupied the center of administration, they seized control of important facilities in each district. They are expanding their influence while strengthening their fighting power. Their military capabilities include air and sea forces. It has also been confirmed that they are in possession of extra-powerful cruise missiles. To respond to the rebel forces, the military corps' headquarters made a decision to use the Special Tactical Fighter Squadron Scarface, which consists of you, my fellow pilots. We want you to go on this mission and suppress the coup d'etat immediately. You will receive all-out support from our military corps, full information regarding the rebels, full cooperation through our intelligence division, and military supplies. The situation is tense, and there is no time to waste. Take on this mission immediately. That is all. In der Beschreibung haben sie jetzt übrigens erklärt, was STFS steht, wofür das steht. Special Tactical. Hab Spiel vergessen. Okay, das heißt, wir sind auch wieder normale Mercenaries, wie ich das verstanden habe. Nicht Teil des Landes, sondern wir werden dafür bezahlt. Und wir sind momentan alleine. Weil, soweit ich das mir durchgelesen habe, nach dem ersten Teil ist das Scarface Squadron aufgelöst worden. Aber jetzt, weil das hier eben
the situation is tense und das alles eben los ist, wurden wir als Leader vom Scarface Squadron wieder zurückgeholt, eben bezahlt, als Mercenary. Aber somit haben wir das Scarface Squadron wieder ins Leben gerufen, aber momentan sind nur wir als einziger dabei. Gut, ich kenne mich hier nochmal gar nicht aus. Ich speichere mal. Okay. Steht da jetzt eh, ich möchte nur mal nachschauen, weil da stand ja Normal und Novice. Ja, unten Expert und Hard, sehr gut. Title Screen, da würde ich wieder zurückkommen. Data, Campaign Personal Data. Da müsste es, glaube ich, eh nochmal. Ach so, Statistiken. Wir sind Airmen. Bekommen wir als Mercenary, wir sind ja nicht Teil vom Militär. Da dürften wir eigentlich als Mercenary überhaupt keinen Rang bekommen. Oder sind wir quasi einberufen worden? Nein, ich habe mir das durchgelesen. Wir sind immer noch Phoenix, wir sind immer noch jetzt halt der Leader vom Scarface Squadron und wir sind immer noch eine Mercenary Group. Wir sind nicht Teil des Militärs oder Air Force oder was auch immer. Decoration. Ah, da kann man wieder so Medaillen freischalten, weil da weiß ich, da gibt es auch bestimmte Asse als Gegner, die man irgendwie unter bestimmten Situationen rauslocken kann. In Ace Combat 7 war das zumindest so der Fall. Weiß nicht, ob das hier halt auch so ist. Aircraft. A4. Sort ist also, wie oft wir geflogen sind. Prozent. Schaden. Wie viel muss man das reparieren oder wie gut wir treffen. A4 und F4. Ah ja, unsere F4, die wir im vorigen Teil auch gehabt haben, die ich nie benutzt habe. Best Time. Was für ein schöner Sound. Okay. Genau das gleiche oben rechts steht, aber was anderes. Null Credits. Wir fangen mit null Credits an. Das ist ja nicht schön. Arsenal. No. Das ist ja nett. Okay, wir haben die A4. Yes. Und wir haben die F4. Ah, wenigstens jetzt nicht so komischen Kreis, sondern normale Balkendiagramme. Mobility und Ground Attack ist die besser. Ah, jetzt haben wir auch Power, wird wieder wahrscheinlich Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung sein. Defense, wie viel wir aushalten. Wie gesagt, keine Ahnung, aber vom Gefühl her sage ich jetzt mal. Mobility, wie schnell wir uns drehen können, neigen können und wie eng wir Kurven fliegen können. Vielleicht Stability müsste eigentlich das sein, wie stabil eben unser Flugzeug ist, vor allem wenn wir keine Steuerungseingaben machen, wie ruhig das Flugzeug da noch weiter fliegt. Climbing Ability ist neu. Wie gut wir also gegen den Luftstrom und gegen die Gravitation ankämpfen können. Weil wenn man irgendwann zu steil nach oben fliegt, kannst du Vollgas geben, wie du willst, oder Nachbrenner, wie auch immer. Irgendwann geht's einfach nicht mehr. Air-to-Air Combat und Air-to-Ground, also Ground Attack. Ja, dann würde ich die F4 nehmen. Die F4 hat bessere Werte außer Stability, die ich ja nicht brauche als Flieger aus. Ground Attack. Kommt halt drauf an, wer aus der ersten Mission ist, oder? Schauen wir mal. Mission, Interception of Invasion Unit, Twinkle Island, Spring Sea. Und der Name der Mission ist Gambit. 20.000 Credits. Ah, also nichts mehr mit 2 Millionen, 20 Millionen, sondern 20.000. Und links die Anzeige sagt mir auch nichts. Fangen wir mal an. Interception of Invasion Unit. It's a rush sortie mission. We have received information that an enemy invasion unit is approaching our front base. It is a small unit with bombers as its main force. Take off immediately and shoot them down. Target, B-52 bomber unit. Good luck. Ich sehe da 2-4. Fängt jedes Ace Combat so an, dass irgendwelche Bomber unsere Air Force Basis da anfliegen?
meine gute Anfangsmission. Ich drücke immer dumm, ich kann nicht mir die 3D-Modelle von Fliegern anschauen. Das war so ein cooles Feature im ersten Teil. Und jetzt, mein cool, dass das hier so in 3D dargestellt wird, aber ich würde gern zurückscrollen irgendwie. B-52-Bomber hat er gesagt. Okay, wenn ich das links von der Karte sehe, rot, werden wahrscheinlich die Targets sein, die wir abschießen müssen, und weiß, optionale Ziele, Begleitflugzeuge, die F4s werden das wahrscheinlich sein. Und was ist die Zahl drunter? Wie viel Geld ich bekomme, wenn ich die abschieße? Das glaube ich ja nicht so wirklich. Ach, falls mir das auch noch gerade einfällt, wie der Typ da den Titel quasi der Mission vorgelesen hat. Interception of Invasion, you know. Das wäre gerade aus aufgewacht. Ah, jetzt kommt doch mal so ein Überblick, okay. Ah, okay, jetzt wäre A4. War das B51 gerade? B52. Information. F4. Ja, F4. Target. Ah, okay, hier ist das. Okay, A4 sind die vorrangigen. Da sehe ich auch das Geld. 2052 Veteran. Auch 2250 Veteran, zweimal A4. Dann B1-Bomber, 10.000 bringen die. Wenn ich zwei von den B1-Bombern abschieße, habe ich ja schon fast das Geld drin, das ich für die Mission allgemein bekomme. 12.000, B52. Irgendwie die Düsentriebwerke von dir fliegen da gerade ein bisschen voraus. Ja, der ist einfach so schnell unterwegs, die Triebwerke fliegen einfach dem Flugzeug schon voraus und ziehen das hinterher. Wieder B52 und 2F4, 2500 Veteran. Ich nehme an, die Bomber werden uns nicht irgendwie abschießen können, weil da steht auch nicht Veteran oder sowas dabei. Guard. Oh, ist das jetzt wirklich mit, dass wir die guarden müssen? Also, dass wenn sie jetzt hinkommen, dass dann die Mission vorbei ist, dass sie die abschießen können? Weil das war im ersten Teil nicht so. Da gab es, glaube ich, eine einzige Mission, wo so Bomber geflogen sind, wo wir verloren hätten, wenn die Karte verlassen hätten. Und einmal halt dieser VIP-Mission, aber sonst. Egal wie war, ja, die greifen gleich unsere Basis an, schnell abfangen. Ich habe mir da Zeit lassen können, wie ich wollte. Friend. Ah ja, jetzt gibt es auch erstmal Friendlies von der reinen Mission her. Ein Friendly Carrier. Keine Ahnung, ob er was macht, aber da steht nicht Guard dabei. Das heißt, den kann ich wahrscheinlich abschießen lassen und das macht nichts. Okay, haben wir wieder. Also ich muss zurückdrücken. Gut, dann Take Off. Ah, die Musik habe ich noch so in Erinnerung, so Nostalgie. Ich weiß früher, wie ich das als Kind gespielt habe. Ich bin nur in diesen Hangar wegen der Musik lange geblieben. Lodestone heißt, glaube ich, der Titel. Wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann. Natürlich, man wird nicht mit so einem Taxi-Ding rausgeführt, sondern einfach Vollgas aus dem Hangar startet man schon mit dem Triebwerk. Break now! Ja, das haben wir auch. Wie kann ich ihn? Ziel wechseln. Ich habe die Steuerung wegmatschen sollen. Ist das nicht? Fähiges Karte. X ist MG. Wie kann ich. Doch mit Dreieck. Okay, das wäre mit Dreieck. Ach doch, der Bomber schießt doch auf uns. Musik. So, das ist doch schon die letzte Bombe, oder? Nein, einen haben wir. Ich möchte die optionalen Sachen hier wieder. Daneben, der Bombe ist mal ausgewichen. Oben links haben wir auch wieder Fuel.
Bingo. So, ich möchte mal, wie kann ich die Ansicht wechseln? Ah, so. Ding, 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 ding. Ah, das macht aber Spaß. Ich glaube, ich flieg wieder so lieber. Das war zu früh. Aber zum Glück haben wir wieder 80 Raketen am Flugzeug. Oben müssen auf 900 sogar drin sein, dass die Raketen erfassen. Oh, jetzt sind wir kurz amüsiert worden. Ah, ja, 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 ja. Damn, Mist. Okay, jetzt haben wir wenigstens unten die Untertitel. Das wissen wir wenigstens auch, was da labert. Ja, und jetzt fliege ich auch gescheit Kurven, wenn ich runterbremse. Bullseye. Okay, bin ich doch. Ah, okay, ich merke die Stabilität, glaube ich, ein bisschen gerade. Fox 2! Boom, Bullseye! Uiuiui! Hat der echt einfach auf uns geschossen? Das glaube ich ja nicht. Das ist der Flugzeugcarrier, der ist einfach im Hafen drin. Ui, das war knapp. Wo ist er? Da ist er. Na, erst. Okay, jetzt muss ich erstmal an die Sticksteuerung wieder neu gewöhnen. Musik war so geil. Einer der besten Musikstücke gleich für die erste Mission rausgebaut. Übrigens, was ich mir auch gedacht habe, ich habe auf hart gestellt. Nein, der Bomber hat gerade, man hat es gehört, der Bomber hat gebombert. Ja, ich habe mich gewundert, warum die eigentlich alle Veteranen waren für die erste Mission, aber ich habe auf hart gestellt. Möchte ich mal probieren, MG? Ah, da haben wir MG. Ja, wieder Laser-Ding. Nein, nicht ranfliegen, nicht ranfliegen, nicht ranfliegen. Strömungsabriss ab. 250. Das hätte ich vielleicht höher ausprobieren sollen. Also, ich will nicht zu langsam werden. Aber der klingt schon so nah. Also. Nein, 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 nein. Hey, 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 nicht erlaubt. 450 ist ja. Das darf man mal nicht, man. Wir sind schon 47% Damage. Und oh, okay, der macht einen Anflug gerade, dass er nochmal bombardieren kann. Ich wollte mit dem MG, aber man. Tut mir leid, du wirst nochmal abgeschossen. Also, also. Nein, jetzt bombardiert er wieder. Replay, gönnen wir uns das erste Mal, oder?
Das war nett. Ground Target Machine Gun, Missile Launcher, Non-Target. Knapp 6 Minuten braucht. Okay, interessant. Ah, jetzt haben wir hier so eine Auflistung. Wingman's Pay. Okay, also Wingman wird es wieder geben. Ah, und durch den Schaden. Nur wegen der Bombe, weil ich mich so blöd angestellt habe und den MMG erledigen wollte. Haben wir Schaden bekommen. Sonst haben die mich ja kein Mal getroffen. Oh, wir haben einen zweiten Strike bekommen. Sehr schön. Airman First Class. Könnte sein, dass der blaue, grüne Balken quasi unser Fortschritt, der blaue Balken von einem Wingman, können wir die Wingman auch quasi aufleveln lassen? Keine Ahnung. New Aircraft Available, KFC-7. Kentucky Fried Chicken Nummer 7. Hm? Die waren damals noch halt ein bisschen größer. Hast du einsteigen und fliegen können. Vor allem die Farbe passt ja auch ein bisschen zu so einer Panier von so einem Fried Chicken. Ach ja, Kentucky Fried Chicken Nummer 7. Damals hat Colonel Sanders nämlich noch in der Air Force gedient. Und mit diesem Bomben-Joke geht die erste Folge zu Ende. Die Aufnahme läuft natürlich noch weiter. Wie gesagt, ich werde hier keine Verabschiedung machen. Ich spreche das hier gerade auch erst im Schnitt im Nachhinein an. Ich nehme an, ihr werdet es an der Qualität vom Mikrofon hören, weil ich habe hier meinem Arbeits-PC quasi jetzt nicht so das Top-End-Mikrofon, das ist ein normales Headset. Ja, 21 Euro hat das kostet. Da kann man sich das Beste erwarten. Nichtsdestotrotz, Verabschiedung. Ich hoffe, ihr nehmt es mir auch nicht böse, aber ich werde, mit Ausnahme von diesem einmal, eine allgemeine Verabschiedung einsprechen. Ja, ich bin jetzt schon von den Views so weit oben, dass ich mir sowas erlauben kann. Das heißt, eine allgemeine Verabschiedung, die ich dann am Ende von jeder Folge dranhängen werde. Aber dieses einmal eben noch individualisiert, persönlich, extra nur für euch. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an der ersten Folge und seid auch genauso gehypt drauf wie ich, dass ich jetzt Ace Combat 2 nach Jahren mal wieder weiterspiele, durchspiele zum ersten Mal überhaupt. Das habe ich sicher damals nicht durchgespielt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.